Hast du manchmal Angst davor, mit einer Frau den nächsten Schritt zu gehen? Ich auch. Die Angst ist ganz normal. Und lass dir von niemandem sagen, dass es doch ganz leicht sei. Dass du einfach nur mehr Arschloch sein müsstest. Oder mit ausgefahrenen Ellbogen, die einfach nimmst, was dir zusteht. So richtig Alpha. Wer dir das sagt, aus dem spricht selber die Angst. Mein Name ist Andy Friday und ich bringe Männern seit nun fast einem Jahrzehnt bei, wie sie selbstbewusst Frauen entdecken, verführen und entlang dieser Reise die richtige finden. Und was ich entdeckt habe, ist, dass jeder von uns, ob Mann oder Frau, dieselbe Urangst hat. Wenn du tief genug an die Seele des Menschen herankommst, stellst du immer fest, wir haben alle Angst davor, nicht geliebt zu werden. Und es äußert sich auf völlig unterschiedliche Art. Wir sind schüchtern, wir landen in der Friendzone, wir machen ständig jedem alles recht. Wir haben Angst davor, unsere wahren Gefühle zu zeigen und verletzt zu werden. Wir stoßen die Menschen von uns weg, die uns eigentlich gern haben, weil wir ihnen nicht unsere wahren Gefühle zeigen können. Wenn du nicht weißt, wie du mit ihr reden sollst oder Angst davor hast, den nächsten Schritt mit ihr zu gehen, dann liegt das eigentliche Problem viel, viel tiefer, als dass wir einfach nicht nur wissen, wie man flirtet. In den nächsten Minuten bekommst du einen einfachen Trick, eine neue Perspektive und vielleicht auch einen weiteren Grund, dich selber mehr zu lieben. Der größte Killer für deine Attraktivität bei Frauen ist, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist. Aber was heißt das, mit uns selber im Reinen zu sein? Es bedeutet, dass du alle deine Gefühle und alle deine Gedanken akzeptierst und zu ihnen stehst. Den Bösen wie den Guten, den Destruktiven wie den Konstruktiven, den Traurigen wie den Glücklichen. Der gefährlichste Mensch ist nicht der, der Böses tut. Der gefährlichste Mensch ist derjenige, der alle seine Taten aufgrund von seinen guten Intentionen rechtfertigt. Der Mensch, der in sich selber nicht unterscheiden kann, was böse und was gut ist und deswegen alles, was er tut, als positiv und gut definiert. Weil er selber nicht weiß, wo in ihm das Böse steckt. Und da fängt das Ende an. Das Ende für andere und das Ende für uns selber. Wenn du ein guter Mensch sein willst, dann musst du diesen Schattenthemen ins Auge blicken und sie akzeptieren, dass sie ein Teil von dir sind und dass es okay ist. Keiner von uns ist 100% gut. Und wir müssen wissen, welche Teile und welche Aspekte von uns Teile sind, auf die wir nicht stolz wären und sie trotzdem akzeptieren. Die größte Last, das größte Problem, das wir uns als Menschen aufbürden, ist, wenn wir unseren Verstand von etwas überzeugen wollen, wovon unser Herz weiß, dass es eine Lüge ist. Wenn jemand dich fragt, ob es dir gut geht und du, weil es nun mal einfacher ist, die Plattitüde herauswirfst, ja, geht schon oder ja, ganz gut und dir, dann hast du nicht nur ihn oder sie belogen, sondern was noch viel schlimmer ist, dich selber. Und wenn wir uns Stück für Stück jeden Tag selber belügen, dann schaden wir unserem Selbstvertrauen. Wir können uns selber wortwörtlich nicht mehr vertrauen. Es ist also völlig in Ordnung, dieser Person auch mal zu erwidern: Heute habe ich einen Durchhänger. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt, aber das wird bestimmt wieder. Mit dir selbst nicht im Reinen bist du auch, wenn du eine Frau magst, aber es ihr nicht zeigen willst. Aus Angst natürlich, dass sie die Gefühle nicht erwidern würde oder dich verletzt. Du bist mit dir nicht im Reinen, wenn du es nicht aussprechen kannst, dass du sie magst. Du brauchst ihr keinen Liebesbrief zu schreiben, aber ein freundliches Lächeln, wenn du sie begrüßt und du ihr sagst, es ist schön, dich zu sehen, zeigt, dass du mit dir im Reinen bist. Mit dir selbst im Reinen bist du auch, wenn du mit deinen Eltern im Reinen bist. Und da spreche ich jetzt die 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80-Jährigen an. Diese Woche erst hat einer meiner Klienten im Coaching gemerkt, dass ihn etwas jahrelang davor zurückgehalten hat, wirklich glücklich mit Frauen zu werden. Und diese Verbindung liegt nicht nur bei ihm, sondern bei vielen von uns. Verdammt oft bei den Eltern. Viele von uns haben nicht diesen Luxus, mit unseren Eltern, während sie noch leben, ins Reine zu kommen und das Schöne wie auch das Nicht-so-Schöne auszusprechen. Setz einen Brief auf. Auf der ersten Seite schreibst du alles, worin du enttäuscht von deinen Eltern bist. Und auf der zweiten Seite schreibst du alle Dinge auf, für die du von Herzen dankbar für sie bist. Wir dürfen unseren Stolz uns hier nicht in die Quere kommen lassen. Ich lege Wert auf Privatsphäre, aber ich weiß von meinen Kunden, dass es ihnen auch geholfen hat, mal einen Einblick in mein Leben zu hören. Und deswegen verrate ich dir jetzt etwas. Manchmal haben wir nicht die leichtesten Jahre. Und ich habe die letzten 4 Monate, ich
fühle mich sehr dankbar dafür, dass ich in den letzten 4 Monaten die Zeit hatte, so intensiv mit meiner Mutter zu verbringen. Und ich habe Wert darauf gelegt, dass ich diese 3 Wörter, die uns so schwer über die Lippen fallen, oft und gerne ausgesprochen habe. Menschen bleiben nicht ewig bei uns. Und im Juli hat sie, wie sie es gerne formuliert hat, den Regenbogen überquert, um auf der anderen Seite mit ihrer Familie verbunden zu sein. Und das ist eine schöne Sache, dass wir diese Zeit miteinander genießen können. Wir müssen versuchen, mit uns, mit unseren Eltern, mit unseren Mitmenschen und gerade mit der Frau, die wir mögen, ins Reine zu kommen. Denn ob es in dieser großen Form ein Abschied ist oder ob es in einer kleinen Form ein Korb ist, eine Frau einfach kein Interesse hat, wenn wir Abschied nehmen nicht können, wenn wir es nicht gelernt haben, mit Würde und Dankbarkeit Abschied zu nehmen, dann werden wir immer ein Problem damit haben, Dinge zu beginnen. Die meisten meiner Kunden können deswegen, wenn sie ins Coaching kommen, Frauen nicht ansprechen, weil sie es selber nie gelernt haben, wie sie eine Frau richtig verabschieden. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, diese Worte auch auszusprechen, wenn wir jemanden mögen. Der Erfolg, den du mit Frauen hast, lässt sich im Grunde auf diesen Satz herunterbrechen. Bist du im Reinen mit dir? Tust du, wovon du in deinem Herzen weißt, dass es das Richtige ist? Oder suchst du den leichteren, schnelleren Ausweg? Wir als Männer haben nicht viel andere Ängste als Frauen. Uns geht es da allen ähnlich. Wir wollen uns nicht schämen dafür, dass wir sexuelle Bedürfnisse haben. Wir wollen gehört werden und wir wollen geliebt werden. Aber leisten wir auch unseren Beitrag dazu, andere zu hören, andere zu sehen und andere zu lieben? Und wenn du wissen willst, wie du dieser einen Frau, die du so magst, es auch sagen kannst, ohne sie zu verlieren, dann erkläre ich dir das Schritt für Schritt. Und zwar in diesem Video.